Hallo YouTube, ich bin herzlich willkommen zur Folge 13, 14 von Icewind Dale Enhanced Edition. Und die dritte Folge am Stück, so viel habe ich schon lange nicht mehr Let's Played an einem Tag. Was wahrscheinlich daran liegen könnte, dass immer noch der 25.3. ist. Ich immer noch in meiner Depri-Phase bin und... In Ordnung. Daran erkennt man dann, wie schnell man von... Hier, habe verstanden. Bereit. Ach ja, du kannst ja jetzt wieder machen. Das mit dem Phase gefällt mir aber trotzdem irgendwie. Und sonst. Du verlangst nach mir? Schneckball, nicht schon wieder. Das Publikum fängt an, sich Fragen zu stellen. Lass uns Blut vergießen. So soll es geschehen. Befehle? Ich bin dafür bei Clan Geddes. Meine Güte. 42 wieder draufgehauen mit voller Wucht, genau. Ja. Bereit. Hat's aber heute drauf, was? Da will's einer wissen. Bereit und willig. Eine schöne plus 1 Falte sind weg. Für die Schatten. Das war totale Verschwendung. Und der Uwab singt. Und Jayla schaut zu. Dreht Uwab eiskalt den Rücken zu. Ich kann's nachvollziehen. Hier. Verstanden. So, jetzt dürft Damakash auch mal wieder draufhauen. Die langweilt sich schon. Befehle. Ich höre. Nicht der Rede wert. Nicht wieder jammern, alter Mann. Diese Gerogon, oh, das ist ja. Wenn er eine geriatrische Krankheit hätte oder so, ich würde es ja verstehen, aber. Ich wollte den Scheiß doch nicht mal einsetzen. Wir nehmen einfach mit. Können wir gucken, was es ist. So. Einfacher Dolch. Das ist bestimmt kein Dolch. Das war ein Morgenstern. Pflegel? Erstklassiges, das hatten wir schon lange. Erstklassiger Streitkolben. Wie kann er mit sowas überhaupt umgehen? Bereit. Nein, da will ich hin. Du auch noch nicht. Mehr generelle Wucht, aber es war einer in Waffe, oder? Da könntest du glatt ein Schild noch tragen. Ich bin beeindruckt. Nee, dann doch lieber. Das ja. Wie sieht's bei dir aus? Willst du mit dem Morgenstern rumlaufen? Schade. Ich dachte, ich bin zwei Waffen dran. Ja, zu schön, um was zu sein. Ist ja noch schwächer, das Ding. Wiegen tut's auch nicht allzu viel. Wiegen das, dann ab zu Damakash. Die kann schleppen. Die hat die meiste Kraft, die trägt das jetzt an. Es tut mir leid. So. Den schweren Vertrag, den kein Mensch braucht, trägt Jayla, damit sie auch das Gefühl hat, was zu beizutragen zu der Gruppe hier. So. Hätten wir das auch geklärt. Cool. Tja, was ich erledige jetzt? Das. Ach, ne, ist ja nicht süß. Schön stehen bleiben, wo du bist. Befehle? Ja, ja. Uwe, sing, sing. Ich höre. Sing, Bäumchen, sing. Ja? Eckball, schieß mal den Kopf da hinten ab. Bereit. Bereit. Gerion, du. Gerion, jetzt fange ich schon selber an. Gerion ist ein Schild. Gerion, du. Und weiter geht's. Hier. Ich bin hier. Hoppala, so war das nie gedacht. Erledigt. Du verlangst nach mir? Mhm. Nicht jetzt, Schneckball, danke. Ja, dran. Ich höre, bin schon dran. Jayla, sprengen wir den Weg. Ich glaube, man braucht das Vieh. Bereit und willig. Bereit. So hätten wir das Problem auch gelöst. Pff, alles nichts wert, der Rotz. Immer die erstklassigen Dinger da. Guck, ob es überhaupt welche sind von der Sorte. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Und noch ein Langschwert, weg damit. Wenn es nicht erstklassig ist, sammle ich es gar nicht mehr auf. Pflege ist bestimmt auch nichts wert. Soll ich sowieso nicht. Morgenstern ist bestimmt schön, aber weg damit. Kriegshammer, naja, mal gucken. Streiter ist eh nichts wert. So. Befehle? Guck mal hier rüber, weil Rasten und so. Ja. Forti braucht nämlich schon eine Pause, der ist erschöpft. Arme kleine Mann. So, ein Zaubertrank jeweils noch. Du hast keinen, das ist kritisch. Wieso habe ich Mamas Tee? Ich will lieber gar nicht wissen, wo ich den geklaut habe. Rastet, sonst wird gerostet. Hm? Warum macht ihr das nicht vollautomatisch? Das steht doch. Ich höre. In der Zwischenzeit. Noch ein paar hundert Punkte. Der Markash geht schneller, Gerogon sowieso. Und bei Jella brauchen wir noch ewig neue Tage. Der ist Stufe 4 bei 5000, du bist gerade noch Stufe 3. Ein Zauber wäre jetzt nicht schlecht, damit der Uwab hier auch mal was machen kann. Außer rumzusingen. Ich meine, er freut sich zwar zu singen, das ist seine Natur, aber irgendwo wird es dann auch mal lächerlich. Schön Schritt für Schritt. Na, wen haben wir denn da unten? Uwab. Wie lautet dein Begehr? Und ihr knallt drauf. Ja? Wo ist der Gegner? Brauchst du mich? Da wollte ich einen Jailer verkneifen. Gern geschehen. Befehle? Hm. Wieso wird mir die jetzt rot angezeigt? Ich frage gar nicht erst. Ich will es gar nicht wissen. Ich höre. Verstanden. Da kommen sie her. Da gehe ich hin. Da gibt es nichts. Schön, dass wir das auch mal geklärt hätten. Ach, Eis mit dir. Habe ich irgendwie vermisst, Let's Play. Heißt nicht, dass ich weiter fortsetze. Ich nehme die Aufnahme ja sowieso nur im Voraus auf. Heute ist immer noch der 25.3. Dritter Aufnahmestück. Keine Ahnung, wann ich die mal raushauen werde. Also die eine Folge wird ja schon... Spür meine steinerne Klinge. Am 27. noch so rauskommen. Am Sonntag gucken. Ostersonntag kommt dann eine Folge mit Damakaschen. Es ist auch gemein. Interessiert mich nicht, weiter geht's. Gerogon, hast du noch einen Halsauber? Das ist schlecht. Und wieder hier. Na gut. Bereit. Alle bitte. Erledigt. Weil Heilung und so. Danke. Mhm. Ich höre schon wieder, was da kommt. Und es will mir nicht gefallen. Hier, reicht in Ordnung. Weiter geht's. Die Maschine steht für schick. Was haben wir denn hier? Da hängt doch was in der Wand. Na, sieh mal einer an. Helm. Schützt vor kritischen Treffern, immerhin. Bade, Magier, Mönch, Dieb kennt. Also alle, die es interessant wäre, bringt das gar nichts. Was hast du denn eigentlich? Schützt vor kritischen Treffern? Gebe ich 2. Sieht aber cooler aus, oder? Ja, voll. Absolut, ja. Natürlich. Sag mal, Schneckball. Für ein heißes Bad. Nun denn. Was willst du für ein heißes Bad? Kannst du töten? So. Hübscher Helm. Doch, steht ja. Sieht albern aus, aber das ist ja nichts Neues. So. Befehle? Ach, da war ja noch was. Langschwert. Und ein bisschen Gold. Ich höre. Gold ist immer gut. Können wir gebrauchen. Ich erledige das. Noch 3 Schritte und noch 3. Ja, natürlich war da eine Falle. Was sonst? Bereit. Und du gehst gleich mal in den Hintern rein, weil... Du kriegst mir Angst zu tun. Zu nein, du sollst singen. Der versuch's kurz zu machen. Wie du wünschst. Ja? Weißt du was, du bist jetzt mal von Jailer verteidigt. Hm? Befehle? Und ihr greift dir was an. Ich bin hier. Du verlangst nach mir? Ich höre. Ich doch
nochmal das gleiche mit der. So. Alles uninteressant war da jetzt. Bereit. Einverstanden. Und weil wir ab und zu mal unsere Lektionen lernen müssen. Wer ist denn hier besonders gut im Schattenverstecken? 21. Bedeutet nicht sehr viel mehr als nichts, weil ich muss fallen, Dings da Booster. Und das hat hier überhaupt niemand, super. Das wird Spaß machen in der Krypta. Wenn ihr absolut niemand fallen findet. Aber wir lassen trotzdem den Waldläufer vorlaufen. Mhm. Nein, ich habe gesagt Waldläufer. Ich wollte Schnecken. Danke. Bereit und willig. Tiere bezaubern ist uninteressant. Gucken wir mal. Warum nicht? Deine Fähigkeit, Spuren zu lesen, gibt nichts über diesen Ort zu erkennen. Das ist aber schön. Schon geschehen. Speichern. Und das war schon eindeutig einer zu viel. Hier. Verstanden. Uwab, sing, sing, sing. Befehle? Wolchen, sing. Die gehen nirgendwo. Brauche Hilfe. Das war klar. Sicher doch. Ja? Wie lautet das? Uwab, jammer doch nicht schon wieder. Erledigt. 3 Sekunden Kampf, da geht schon wieder los. Spür meine steinerne Klinge. Ich weiß, ich habe noch ein paar Zusatzfähigkeiten, die ich nutzen könnte an der Stelle, aber... Bereit. Warum? Mein Körner, du Fallenen! Zwillingsaxt! So, haben wir jetzt was Brauchbares? Sieht nicht so aus. Ich erledige das. Also retten wir uns mal kurz. Hier. Das gilt für alle, danke, Uwe. Ich erledige das. Da steht er wieder da und verpennt. Nee, nee, nee. Mhm. Dann kannst du nicht mehr, also... Rasten, Rosten, Gerogon. Was würde ich nur ohne den anfangen? Er jammert zwar die ganze Zeit über seine Krankheiten, über sein Gebrechen und sein Alter, aber davon mal abgesehen. Hat da schon was auf dem Kasten. Ging ja nicht so. Dann ich selbst kleiner mit. Nein, das wollte ich nicht, sondern das hier. Wir werden auch nicht überfallen, das gefällt mir. Befehle? In Ordnung. Schön vorsichtig, weil hier sind doch garantiert lauter Fallen überall. Das habe ich gerade eben noch gesagt. Zu deinem Dienst. Du nicht und du machst bereit auch gar nichts. Bereit zu neuen Taten. Gar nichts machst du. Sofort. Ich werde du bleibst mein genau Bestes hier stehen geben. Und singst jetzt. Als ob dein Leben lang nichts anderes gemacht hättest. Bin schon dran. Das macht ihr schon mit. Sag mal. Bereit. Weist mich zum nächsten Gefecht. Bereit. Ich bin hier. Hier jetzt komme ich und mit mir die Hölle. Da will sich mit einer Jailer vergreifen und weiß nicht. Woppala. Erledigt. Dass das keine gute Idee ist. So doch nicht. Was zum Geier? Die Spitze von Düsterschrecken, was ist das hier? Festgehalten und krank, das ist natürlich ungünstig. Befehle? Warum handelt es sich? Keine Gefangenen! Ich bin der Pest, leg ich mal was los! Ja? Uwe, mach mal irgendwas bitte. Vorzugsweise etwas, das Sinn macht. Wie lautet dein Begehren? Das Sinn macht, habe ich gesagt. Das Singen wäre zum Beispiel ganz hilfreich an der Stelle. Ja. Ich höre. Stop. Wer ist Level? Egal, später. Und jetzt den hier noch und bitte keiner dabei. Natürlich ist Gerogon gestorben. Was sonst? Bereit. Jetzt sind wir 3 Schritte zu weit gelaufen. Habe verstanden. Ich mache das hier bis zum Gebrechen. Und wenn ich 100 Mal neu laden muss. Ja, ich stelle mich doof an. Na und wenn schon. Ja? Sing. Ja? Was immer du sagst. Stopp.
Auf den da. Hier. Ja. Mhm. In rasendem Zorn bitte auf diesen Dingsdabums da drauf. Das sollte gewirkt haben. Befehle? Truff. Wo ist der Gegner? Truff. Ja. Du zauberst deine Waffe und gehst dann auf den Schrecken los. Du hast die schwerste Aufgabe. Wow. Ich nehme mich der Sache. Ich sollte diese Fähigkeit doch oft einsetzen. Ich höre. Habe verstanden. Ich versuch's kurz. Bitte nicht irgendwelche Fallen aus. Uwe, nicht kämpfen, singen. Das kannst du doch eh besser. Zu deinen Diensten. Bereit. Einfach alle drauf. Ich glaube, das ist das Beste sein. Geh zum Schnellsten. Zack. So. Hm. Bereit. Gerogon Levelaufstieg. Das machen wir doch nur zu gern halt. Erst den hier. Jetzt aber. Stufe erhöhen. Zauber des zweiten Grades 1. Ja, endlich. Zusätzliche Trefferpunkte 10. Samenkunde erhöht um 1. Naja, gut. Keine weiteren Fähigkeiten. Schade, schade. Wer noch? Damakash möchte auch. Na dann. Zusätzliche Waffenfertigkeiten 1. Das ist gut. Und jetzt Rettungswurf gegen Tod reduziert. Gegen Zauberstimmblub. Gegen Verwandlung. Gegen Odemwaffen. Gegen Zauber. Schön. Ich nur realisiert um 1. Zusätzliche Trefferpunkte 15. Samenkunde erhöht um 1. Das ist erstmal unheblich. Ah, du darfst ja mal bloß. Mhm. Zweihänder-Kampfstil haben wir. Zweihänder-Hammer. Jetzt könnten wir dir irgendwas anderes geben. Eine Zweihänder-Waffe. Also Kampfstab und Langbogen sicherlich schon mal nicht. Kampfstil mit zwei Waffen. Minus 4 und minus 2. Aber zwei Waffen sind halt doch etwas effektiver. Aber da bräuchte man erstmal zwei Einhänderwaffen, die wir nutzen können. Also erstmal Einhänderkampfstil und dann Kampfstil mit zwei Waffen, sonst bringt uns das gar nichts. Nur mit einer einhändigen Waffe ohne Schild kämpfen wollen. Das ist zwar cool, aber wir kämpfen eher mit Waffe und Schild. Eher als... Ah, schwierig. Erstmal kriegst du irgendeine Waffenfähigkeit. Du hast zwei Händer. Wurfäxte und Streitäxte. Ich muss zugeben, Wurfäxte wäre natürlich praktisch, wenn wir in Nahkampf gehen wollen. Hellebarden. Hätte natürlich was. Aus der Entfernung. Kampfstab, Armbrust, lang, alles Blödsinn, Wurfteil. Tja, Langschwert. Weniger Schaden als Zweihänder, aber mehr Schaden als ein Langschwert. Dann wäre Bastardschwert als ein- oder zweihändig natürlich nicht schlecht. Nehmen wir das. Dann können wir nämlich immer noch später wechseln. So, 60 Trefferpunkte. Da kann man nur staunen. Du kriegst erstmal. Ha! Bestienklaue. Durch diesen Zauber wird der Arm des Anwenders die Klaue deiner mächtigen Bestie verletzt. Du hast dem Anwender eine Stärke von 1872. Ach, dusch. Sowie die Fähigkeit verleiht einem Gegner durch Kratzen 2 bis 8 Stärkebonus. Plus Stärke, um das Punkte Klingenschaden zuzufügen. Der Anwender kann pro Runde 2 Angriffe im Westen dann durch, wobei ein Bonus von 2 Punkten ist angefangen. Kumpel, was hast du eigentlich für eine Stärke? 14. Ja, dann würde sich das tatsächlich unglaublich lohnen. Und da du regelmäßig in Zweikampf gehst, erstmal einmal das. Einhornlanze. Durch diesen Zauber wird eine silberfarbene, teilweise ätherale Lanze gezeugt, die dem Horn eines Einhorns. Oh Gott, das ist ein Gerogon mit dem Einhorn. Der Anwender wählt ein Ziel und die Einhornlanze wird augenblicklich darauf abgefeuert und fügt ihm 3 bis 18 Schadenspunkte zu. Durch Rettungswurf kann die Schaden halbiert werden, das ist okay. Obwohl sich die Einhornlanze nach dem Treff auflöst, lässt sie ein silbriges Leuchten um das Ziel, wodurch dieses leichter gesehen getroffen werden kann. So, das ist 3 Runden lang, 2 Punkte Abzug auf sein Rüstungslevel. Interessant. Achso, ist immer nur ein Ziel, ne? Zeitaufwand 5, Rettungswurf 1 von 2, bla bla bla. Anwender, okay. Deswegen Anwender ist immer das Einfachste. Fallen finden. Kann alle mechanischen oder magischen Fallen, die auf natürliche magische Weise verborgen sind. Genauso als wäre ein Dieb. Ich muss zugeben, genau das werden wir jetzt gerade brauchen. Weil, ne, und so. Flammenklinge.
Durch diesen Zauber lässt der Priester einen glühenden Feuerstrahl aus seiner Hand hervorschlagen, der wie ein krummen Säbel zur Hand haben ist. Beim Nahkampftreffer richtet die Flammenklinge 1 bis 4 plus 4 Schadenspunkte an, mit einem Schadensbonus von plus 2, das heißt 7 bis 10 Punkte. Bei untoten und besonders feuerempfindlichen Wesen ist das Zielwesen blablabla. Feuerbewohner, Zeit, blablabla, verfügen allein durch diesen blablabla, blablabla, nicht und so weiter und wagt. Da es sich dem hierbei nicht um eine magische Waffe handelt, werden Wesen, die nur von magischen, das ist natürlich blöd. Das wäre praktisch, wenn das auch dabei wäre. Gesinnung erkennen. Ja, wie uns jemand gesinnt ist, das werden wir uns auch so erkennen, denke ich. Wenn sie uns angreifen. Gute Bären. Dieser Zauber wirkt das Erscheinen einer Handvoll magischer Bären, die der Anwender bei sich tragen kann. Werden diese Bären gegessen, verursachen sie 5 Schadenspunkte. Nochmal. Dieser Zauber bewirkt das Erscheinen einer Handvoll magischer Bären, die der Anwender bei sich tragen kann. Werden diese Bären gegessen, verursachen sie 5 Schadenspunkte. Ja, warum sollte ich mir giftige Bären zaubern? Mittelschwere Wunden heilen, wenn wir sowieso wahrscheinlich gleich nehmen, aber egal. Personen oder Säugetiere bezaubern. Nein, Schneckball, damit bist du nicht gemeint. Dieser Zauber bewirkt jeweils auf eine einzelne Person. Der Begriff Person umfasst dabei alle zweibeinigen Menschen, Halbmenschen und Humanoide von menschlicher oder kleinerer Größe. Blablabla. Bla, bla, bla. Ein Kämpfer der 10. Stufe könnte demnach bezaubern werden, ein Ogre jedoch nicht. Um die Wirkung abzuwenden, kann die Person einen Rettungsruf ausführen. Wenn er misslingt, sieht man den Anwender als engen Freund und Verbündeten an, den es zu achten und zu beschützen gilt. Interessant. Wenn der Anwender dem bezauberten Wesen etwas befiehlt, führt dieses den Befehl widerspruchslos aus. Der Zauber wird automatisch gebrochen, wenn der Anwender der verzauberten Person in irgendeiner Weise Schaden zufügt, beziehungsweise dies versucht, oder wenn der Zauber Magieband erfolgreich und so weiter und so fort. Mhm. Eine Phase. Hm. Rindenhaut. Durch diesen Zauber wird die Haut des betrauten Wesens so widerstandsfähig wie Baumrinde, so dass seine Basisrüstungsklasse auf 6 steigt, plus ein Rüstungsklasse für jede 4. Erfahrungsstufe, die der Priester erreicht hat. Die Basisrüstung ist, glaube ich, 10 oder so. Also 4 ist zwar gar nicht mal so schlecht, aber wir nehmen sowieso das. Tschö. Hier würde ich ja zu gerne was beibringen, aber du kriegst das wieder nicht auf die Reihe. Was war das und warum? Weist mich zum nächsten Gefecht! Achso. Die Wut ist weg. Ach, deswegen die 60. Oh, ah, schade. Da habe ich damals schon besser geredet, als sie war. Dankeschön. Und am liebsten gleich nochmal rasten oder so. Ja. Gut. Einverstanden. Ich bin hier. Schon geschehen. Geh mal vor. Weil Angst haben tun. Und das offensichtlich aus gutem Grund. Uwe absingen. Du verlangst ja. Ja. Befehle? Ja. Bereit und los. Nicht schon wieder ihr. Bereit. Ich bin dafür zu kämpfen. Ich verliere sehr viel Blut. Dann schlag mal zu und hol von dem hier. Tja, hat sich geheilt und sein Monster hat der Gegner damit ausgelöscht. So stelle ich mir das vor. Und jetzt rasten wir, weil ich bin noch nicht Lebensmittel. Danke. Mhm. Schön, 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 schön. Lauter neue Heilzauber. Hier. So. Erledigt. Ja. Schnecken. Ja. Lauf doch mal hierher. Natürlich kommt da jetzt noch so viel. Befehle? Wie lautet dein Begehr? Bereit zur neuen Tat. Worum handelt es sich? Verstanden. Weißt du was? Wir können es uns leisten. Drauf. Uwe, ich hab doch was gesehen gesagt, oder? Ich höre. So. Dieser Sarkophag ist nach unbekannter Manier versiegelt worden. Der Deckel lässt sich keinen Millimeter anheben. Mhm. Ich bin hier. Ich verstehe. Ist bestimmt Fallen in dem Raum. Oh, das sieht nach... Was ist das? Brennende Hände oder so?
Sprühende Farben. Reichwende Anwender. Reichwende Anwender. Augenblicklich. Zeit davon 1. Wirkungsreich. Keil von 1,50 m x 7 x 7 m. Achtisch. Dieser Zauber wirkt, dass die Hand des Anwenders einen fächerförmigen Nebel aus leuchtend bunten Farben versprüht. Diese sprühenden Farben, okay, das ist was für Uwab und sein Gartenzwerg. Treffen 1 bis 6 Wesen im Wirkungsbereich, und zwar desto mehr Wesen, je größer die Entfernung vom Anwender ist. Alle Wesen im Wirkungsbereich, die eine höhere Stufe als der Anwender mehr als 6 Trefferwürfel besitzen oder höher als Stufe 5 sind, müssen einen Rettungswurf gegen Zauber ausführen. Die Wirkung des Zaubers hängt vom Anwender ab, also bringt's gar nicht. Wesen mit weniger oder gleich vielen werden 2 bis 8 Phasen lang unmächtig. Blablabla. Wieder. Da steht nichts von Bardem, oder? Sehr schön, das kriegst du. Was haben wir hier? Dolch plus 1. Was bist du? Trank der Stärke. Auf 18 auf 20. Das kommt mal schön in die Tasche, den brauchen wir ja mal. Und bevor wir dir den beibringen, würde ich sagen, speichern. Weil, sicher, sicher. Ja, Ufab kann zaubern. Endlich. Das gleich zweimal. Sehr schön, sehr schön. Kann er sich auch irgendwann einmal nützlich machen? Du verlangst nach mir? Schneckball, das Thema hat. Es ist mir ein Vergnügen. Schön langsam laufen. Weil. Diese Öffnung ist mit den Knochen von Toten vollgestopft. Es scheinen Menschenknochen zu sein. Das ist doch wie für Schneckball geschaffen, die Umgebung. Und wir haben noch einen Zauber. Was bist du denn? Unsichtbarkeit, Illusion, Hirngespinst. Durch diesen Zauber wird das berührte Wesen unsichtbar und kann weder mit normalen Sehvermögen noch mit Infravision entdeckt werden. Gegenstände, die das unsichtbare Wesen fallen lässt oder ablegt, werden sichtbar. Gegenstände, die das unsichtbare Wesen an sich nimmt, werden unsichtbar, wenn es sie in seine kleine bzw. Taschen steckt. Oh, ein Diebeszauber, ja. Der Zauber bleibt so lange wirksam, bis er gebrochen oder gebannt wird. Das unter dem Zauber bestehende Wesen mit jemandem spricht oder ein anderes Wesen angreift, der 4 Stunden vergangen sind. Das bedeutet, da unsichtbare Türen öffnen, essen, Treppen steigen und vieles mehr kann. Sobald er jedoch angreift und einen Zauber nutzt, wird er sofort sichtbar, wobei die Unsichtbarkeit den Vorteil bringt, dass er zuerst angreifen kann. Gucken wir mal, wer das alles lernen kann. Weil das klingt doch etwas extrem cool. Bereit. Wie du wünschst. Ja? Hier. Ich nehme dich der Sache an. Los. Wie lautet dein Begehren? Auch für mich? In Ordnung. Befehle? Endlich ist mal was los! Steppe nicht auf den letzten Meter, ich sag. Zu deinem Dienst. Sofort. Dieser Schneckball ist immer das gleiche mit ihm. So. Ich höre. Erledigt. Kriegt euch mal in der hintersten Ecke, bitte. Weil ich will rasten. Und dann hat Schneckball noch was zu übergeben. Nimm mich mal da rein nach oben. Kann von euch keiner, war klar. Jayla könnte sich verstecken. Und Uwab auch. Der immerhin unser Gaukler ist. Tja, jetzt wird's kritisch. Wem von den beiden würde ich das lieber geben? Aber Bardenlied aus der Entfernung bringt mir auch nicht viel. Und aus dem Schatten angreifen ist auch nicht seine Stärke. Wer von euch beiden kann mehr tragen? Keiner. Super. Taschendiebstahl 50. Ja, was soll's, der Zauber wird so oder so bei dir. Taten. Besser aufgehoben sein beim Move-Up? Ah, er hat jetzt noch einen. Den noch nicht anwenden kann. Super. Hat sich ja schon wieder absolut gelohnt und wir machen eine Pause und schauen uns an, was es hier noch so alles gibt. Wird Uwab ein Held werden? Wird Damakasch irgendwann wieder ausrasten? Und wird Schneckball aufhören, uns ständig anzumachen? Dieses und mehr in der nächsten Folge. Ciao, gesehen.